Ja, ich bin die Petra, die neue Tierheimleiterin. Ich bin die Jenny, die Leiterin vom Kinderhaus. Und die Stelle. Oh, und die Stelle. Genau. Wir sind seit Ende November hier im Einsatz und haben schon eine Menge verändert, finden wir. Auf jeden Fall. Im Kinderhaus hat sich einiges getan, ein bisschen was umstrukturiert. Und das läuft. Wir haben viele, viele Planungen, wir haben viele, viele Ehrenamtliche dazu bekommen, was wir sehr schön finden, aber es ist immer noch nicht reicht. Wir würden uns also wirklich freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr Leute haben könnten für sämtliche Arbeiten. Im Kleintier- und Katzenbereich sind mittlerweile auch qualifizierte Kräfte eingestellt worden, die da wirklich die Tiere so versorgen, wie es sein sollte. Bei den Hunden. Bei den Hunden eigentlich noch mehr. Noch mehr. Wir haben die richtige Superpersonal. Genau, durch unsere Hundetrainerin ist uns eigentlich gelungen, dass wir auch Langzeitinsassen mittlerweile schon so gut wie vermittlungsfähig haben, dass sich Langzeitinsassen, die absolut nicht handelbar waren, anfassen lassen. Und auch ein Langzeitinsasse ist vorgestern ausgezogen. Das ist der Armand, der seit drei Jahren schon hier gesessen hat. Ja, ich habe mich auch ein bisschen spezialisiert auf die Angstfremdtherapie, hat mich da ziemlich schlau gemacht. Das ist im Moment mein Schwerpunkt, ist mit den aggressiven Hunden. Gehe da regelmäßig auf Seminare und hole mir auch bei der Angstfremdtherapeutin deutschlandweit Hilfe, um einfach die vielen Angsthunde, die wir haben, und auch die Problemfälle für die Vermittlung vorzubereiten. Ja, ich glaube, auch rein optisch kann man sich das hier ein bisschen anders vorstellen, als es war. Es ist alles in allem, hat sich die Anlage unwahrscheinlich verändert. Sie ist aufgeräumt, sauberer, strukturierter. Einfach ein Traum, wo wir uns wünschen, dass jeder eigentlich zu jeder Zeit über Tag hier vorbeikommen kann und sich das anschauen kann. Wir haben vormittags die Gassigeherzeiten, freuen uns aber auch nachmittags auf Besucher, haben ihn so weit geändert, dass wir jeden Sonn- und Feiertag mittlerweile geöffnet haben, weil wir denken, da haben die Menschen viel mehr Zeit und können sich auch viel mehr mit unserem Tier beschäftigen und so für das. Für die Zukunft planen wir noch mehr Events, also Hundewanderungen und all sowas. Und wir haben auch so ein nächstes Tierenfest wieder, das ist am 30. September. Und da freuen wir uns also auch wieder drauf, das ist jedes Jahr ein ganz, ganz tolles Spektakel. Das Wetter ist immer schön, die ganzen Jahre, die schon dabei sind. Und es wird ein bisschen anders. Genau, und kurz nach dem Tierheimfest ist dann ein sogenannter Dogwalk geplant. Hunde und ihre Halter laufen für den guten Zweck, wo wir eine große Futtermittelfirma gewonnen haben, die uns da mit Futterspenden pro gelaufenen Kilometer unterstützt. Wie ist denn das in den Ferien? Werden viele Hunde ausgesetzt? Also aktuell haben wir jetzt nicht so viele. Der einzige definitiv ausgesetzte ist der kleine Rambo, der jetzt am Dienstag noch operiert wird. Aber ausgesetzt haben wir aber, ich bin seit 2016 dabei, aktiv hier und mit dem Urlaub haben wir gar nicht so Probleme, dass wir da hier ausgesetzt haben. Also hat er das schwer nachgelassen mit dem Aussetzen? Ich weiß nicht, wir sind jetzt auch nicht so wieder in der Autobahn, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo genau die dann immer ausgesetzt werden. Und wie haben die Leute das aufgenommen mit der neuen Strukturierung? Jetzt das Personal oder die anderen? Ja, genau. Ja, wir arbeiten und feilen da dran, ne? Wir haben halt ein bisschen was umgesetzt und sind halt noch da dran. Das ist eigentlich noch, man verbessert hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Man setzt sich zusammen, man hält Meetings zusammen, guckt, was man wo noch verbessern kann. Und das läuft eigentlich ganz gut. Und die Leute sind auch dankbar, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und macht denen auch viel Spaß, hier mit den Tieren so spazieren zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Gassigänger werden immer mehr. Hm? Ich meine, es werden nie genug. Aber im Endeffekt werden es immer mehr Helfer, die uns unterstützen, die auch im Katzenhaus ihre Katzen spielen, dann sauber machen helfen. Also es werden immer mehr Unterstützer. Ich denke auch, was auch so der Zuspruch ist von den Ehrenamtlern, weil es jetzt hier oben richtig Spaß macht. Man hat Spaß auch miteinander und das ist auch das Wichtigste für die Tiere. So ein lockerer Umgang ist für die Tiere halt das Gute. Und wie ist das so, wenn ältere Menschen Tiere aus irgendeinem Grund abgeben müssen? Was für Szenen spielen sich dann da ab? Zum Teil ist es sehr schwierig, ja. Aber im Endeffekt, wenn sie das hier oben kennenlernen, dann ist man schon beruhigter.
Es gibt, anfangs gibt es dann schon mal so bei dem einen oder anderen Hund, dass die Leute weinen oder auch schon mal nach einer Woche wiederkommen oder zwei und sagen, boah, ich würde ihn dann doch lieber wieder zurücknehmen. Aber wenn sie dann das Team hier oben kennenlernen und sehen, wie die Tiere hier oben versorgt sind, dann sind die eigentlich beruhigt und lassen Tiere im Frühling wissen hier. Dann wissen sie halt, die sind in guten Händen, ja. Denen passiert nichts. Und wie ist das, wenn Leute in Urlaub fahren, können sie die Tiere hier abgeben? Ja, wenn, soweit wir Platz haben, nehmen wir natürlich auch Pensionstiere auf. Ne? Und wie teuer ist das? Das ist unterschiedlich. Bei den Kleintieren ist es 5 Euro am Tag, bei den Katzen ist es 8 Euro am Tag und bei den Hunden kommt es jetzt auch auf die Größe an, zwischen 15 und 18 Euro.